Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück im Königreich Burgund, das, ich denke, das kann man mit Fug und Recht behaupten, der größten Gefahr seit seiner Gründung gegenübersteht. Und diese Gefahr manifestiert sich in diesem Mann. Das ist König Thomas von Frankreich und er hat unser Mikkel den Krieg erklärt, den Krieg ums ganze Königreich. Erst hat er Burgund mit den Pocken übersät, das war sicherlich nicht seine Absicht, trotzdem wurden sie nach ihm benannt und jetzt kommt er quasi als fleischgewordene Krankheit in unser Land. Er spricht hier von einem legitimen Anspruch, den er hat, aber den hat er ehrlicherweise nicht. Dort gibt es keine irgendwie familiären Beziehung, aus denen sich sein Anspruch ableiten lassen würde. Es muss ein Anspruch sein, den er irgendwie gekauft, fingiert oder dergleichen hat und jetzt greift er mit seinen schmierigen, gierigen Fingern nach unserem Königreich. Er ist ehrlicherweise sehr, sehr mächtig. Mächtig auch, was seine Armee angeht. Er kann fast 30.000 Mann ins Feld führen. Das Königreich Frankreich ist nun auch bedeutend größer als unser Königreich Burgund. Und er hat darüber hinaus auch noch deutlich mehr Geld auf der hohen Kante, nämlich 3.000 Gold, während wir mittlerweile auch ein wenig ausgezehrt durch den Krieg, durch die Rückeroberung Valentinois gegen das Heilige Römische Reich eine durchaus belastete Kriegskasse haben. Das heißt, dies ist jetzt ein Krieg, der ganz besondere Mittel, ganz besondere Maßnahmen erfordert und unserem Mikkel und unserem Königreich von Burgund alles abfordern wird. Ein Krieg, in den wir uns auf keinen Fall irgendwie kopflos hineinstürzen können, der auch von unserer Seite gut und detailliert vorbereitet sein will und darum werden wir uns jetzt kümmern. Und dabei wird es vorrangig darum gehen, wie wir Geld bekommen können und auch Geld sparen können. Und da gibt es eine Möglichkeit, wir können tatsächlich unser Glaubensoberhaupt, den Papst, um Gold bitten. 603 Gold würde er uns bezahlen. Und ich finde in diesem Zusammenhang, weil das ein unrechter Krieg ist, beziehungsweise eine Sache noch vorweg, wir machen es andersrum. Denn ich habe auch gesehen, wir können tatsächlich... Feindselig. Wir können beim Papst die Exkommunizierung erbitten. Und das würde tatsächlich funktionieren. Er würde dem zustimmen, wir sehen sogar. Er hat eine extrem gute Meinung von uns. Er hat zwar tugendhafte Eigenschaften, aber in Summe spricht das irgendwie doch noch für uns. Wir sehen auch, er ist Ehebrecher und dementsprechend werden wir jetzt die Exkommunikation erbitten. Wir werden gleichzeitig hier das schon mal erledigen, werden unsere Verbündeten auch in diesen Krieg rufen. Wir brauchen jetzt tatsächlich alle, die wir kriegen können. Und wir werden auch unsere Hausmitglieder rufen. Ah, sie kann leider nicht. Sie könnte noch hier gegen das Heilige Römische Reich kämpfen, das hilft uns aber nicht. Du kannst uns helfen gegen Frankreich und auch die Herzogin wird uns hier auch gegen Frankreich helfen müssen. Wir müssen die Bekanntheit ausgeben. Dann wird es weiter auch darum gehen, wie wir Geld sparen können und da werden wir nochmal auf Hofämter schauen, die wir nicht brauchen. Einen Hofarzt brauchen wir sicherlich, eine Amme, unsere Hoftutorin auch, unser Stallmeister erhöht die Rittereffektivität. Wen wir aber momentan nicht brauchen, ist unser Hofbaumeister. Ihn werden wir entlassen, auch das kostet leider einiges an Prestige. Leibwächter sind wichtig, unser persönlicher Streiter bringt im Krieg ehrlicherweise nichts. Wir haben ihn bisher auch überhaupt nicht gebraucht, auch ihn werden wir entlassen und unseren Hofchronisten brauchen wir allerdings weiterhin. Und dann werden auch am Hofe alle den Gürtel ein wenig enger schnallen müssen.
Wir werden hier nur noch mit überholter Mode unterwegs sein. Wir werden nur bescheidene Unterbringung anbieten. Wir werden auch nur auf einige Dienerschaft zurückgehen. Unser fauler König muss hier tapfer sein. Und bei der Verpflegung werden wir entsprechend auch des maßvollen Charakters unser König auf fade Verpflegung zurückgehen und können auch dadurch hier die Kosten an dieser Stelle um die Hälfte reduzieren. Und werden das dementsprechend ändern und anpassen. Derweil sind wir hier noch in einer Schlacht. Ihr seht, na, es hat halt nicht unendlich viel gebracht, aber jedes Goldstück zählt in dieser Situation. Wir werden jetzt hier kämpfen, werden auf die Rückmeldung des Papstes warten und werden ihn dann um Gold bitten. Sie hatten wir eben schon. Das hilft uns nicht weiter. Wir schauen nochmal in den Rat. Da haben wir aber, glaube ich, auch, genau, hier Steuern eintreiben. Hier haben wir die heimischen Angelegenheiten. Und die haben wir die Armee organisieren, was den Armeeunterhalt noch reduziert. Mehr können wir hier nicht tun. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, noch anderweitig gegen den König vorzugehen. Zum Beispiel mit einem Mordkomplott. Ja, und unser Mikkel ist auch irgendwo ein Intrigenspinner, aber er ist auch, ja, mitfühlend, faul. Das sind aus meiner Sicht alles Dinge, die durchaus auch gegen ein solches Komplott sprechen. Dementsprechend werden wir das nicht tun. Gut, dann werden wir jetzt hier erstmal den Kampf verfolgen. Hier bekommen wir die Rückmeldung. Auch hier wegen der Exkommunizierung. Sehr schön. Damit haben wir ihn auf jeden Fall weiter geschwächt und werden jetzt... Das ist doch immer noch das Gleiche hier. Da brauchen wir ihn nicht. Wir werden jetzt den Papst um Gold bitten. Gold, was wir zwingend brauchen. Gibt es noch weitere Rückmeldungen von Verbündeten und dergleichen? Ja, Notlage, absolut. Und finde ich es durchaus angebracht, da sein Anspruch, ihr seht, es ist ein fallengelassener Anspruch, ansonsten hat er gar keine. Es gibt ja auch irgendwie keinerlei familiäre Verbindungen. Dieser Anspruch ist falsch. Interessanterweise ist er auch okzitanischer und nicht französischer Kultur, aber dennoch. Und wenn wir jetzt auf diesen Krieg schauen... Okay, uns werden hier immer noch 12.000 angezeigt. Aber was sind denn doch mehr? Mit all unseren Verbündeten und unseren Hausmitgliedern? Aha, uns fehlten noch Rückmeldungen. Ah, jetzt haben wir hier noch jemanden gefangen genommen. Sehr schön, die Zurückbelagerung braucht jetzt nicht lange. Derweil haben wir auch nochmal etwas bei Hofe. Bringt uns hier jemand Lösegeld ein? Gausbert. Nein. Aber wäre theoretisch ein guter Kämpfer. Und auch die können wir brauchen, deswegen... Rekrutieren wir ihn. Was ist jetzt hier am Hofe los? Mörder- und Priesterlöcher. Ein blasses Individuum, das aussieht, als hätte es sein gesamtes Leben im Untergrund verbracht, lauert in einer Ecke meines Thronsaals. Ich habe gehört, ihr möchtet einen Geheimgang bauen lassen. Ich kann jedoch jeden noch so verrückten Wunsch erfüllen, den euer finsteres Herz für diesen Gang hegt. Ich kann sogar einen diskreten Schacht zwischen eurem Schlafzimmer und der Küche anfertigen, durch den ihr mitten in der Nacht Kuchen transportieren könntet. Ja, das interessiert unseren König überhaupt nicht. Ich betrete und verlasse Zimmer durch die Fördertür. Dass das Hofpracht reduziert, naja. Eine Reihe von Gucklöchern für 200 Gold, ja sicherlich nicht. Eine Kuchenwinde wollen wir auch nicht haben. Wir kommen und gehen durch die Vordertür.
Und hofhalten werden wir jetzt auch nicht. So, diese Schlacht hier war erfolgreich, nur 170 Mann verloren. Das ist auch gut. Jetzt lasst uns hier schnell zurückbelagern. So, Gausbernhard kann jetzt für uns kämpfen. ...54%. Ein großer Auftritt. Ich stehe aufrecht da, während Tister mich umkreist und meine Kleidung zurechtrückt. Zufrieden mit seiner Arbeit lässt er seinen Gedanken freien Lauf. Ich habe mich gefragt, beginnt er, ob ihr vielleicht einen anderen Stil in Betracht ziehen würdet. Ich erwidere seinen Blick mit Misstrauen. Nun, ihr versucht doch, eure Verbindung zu euren Vorfahren zu betonen. Vielleicht wäre es eine Überlegung wert, sich auch nach ihrem Vorbild zu kleiden. Ja, wir können uns jetzt wie die ersten Okzitanier kleiden. Vielleicht wären ein oder zwei stilistische Feinheiten nicht verkehrt. Naja. Ja, doch, das denke ich, können wir machen. Ich lasse mich von der Vergangenheit inspirieren, aber ich richte mich nicht nach ihr, moderner Herrscher. Nein, so ein paar kleine Feinheiten können wir sicherlich machen. So, jetzt haben wir hier... erfolgreich zurückbelagert. Ja, wir müssen unseren Ratsmarschall. Wir brauchen jetzt auch den besten Mann an der Spitze. So, hier wird sich schon wieder gehauen. Das ist gut. Aha, und da sind jetzt die Franzosen eingefallen. Und die nächste Tochter wird uns geboren. Brigida. Nennen wir sie Brigida. Eine andere Möglichkeit... wenn wir diese Schlacht hier erfolgreich geschlagen haben. Weitere Legendenförderer haben wir jetzt. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich auch noch die Verlobung von Philomena. Der Prinz von Schweden. Der König von Sardinien. 14 Jahre, er ist tatsächlich schon König. 18.000 Mann? Ja, hallo, guten Tag. Und das ist ja nicht mal so weit weg. Und er wird das sogar annehmen. Ja, sie ist unsere älteste Tochter. Das ist jetzt sehr, sehr risikoreich. Auf der anderen Seite, vielleicht kommt da so ein bisschen die Intrigenspinnerei unseres Mikkel durch. Er hat jetzt noch eine zweite Tochter. Und er hat natürlich die Hoffnung nach einem Sohn auch noch nicht aufgegeben. Sollte es aber tatsächlich, und das wird ja noch ein paar Jahre dauern, also 11 Jahre, bis sie dann volljährig ist, sollte es tatsächlich... keinen Sohn geben bis dahin, hat er ja immer noch die Möglichkeit, das Verlöbnis vielleicht wieder zu lösen. Aber wir brauchen diese Heirat. Oder? Warum ist sie eingekerkert? Das wäre aber unschön. Vielleicht brauchen wir sie auch nicht. Haben wir noch irgendwelche Verbündeten, die irgendwo unterwegs sind? Ach, es ist natürlich auch schwierig hier jetzt mit diesen beiden parallelen Kriegen. Ich meine, wir haben sie hier erstmal alle verjagt. Der Kriegsstand wird jetzt für uns ticken, weil wir das Kriegsziel besetzen. Aber... wir müssen hier eine Schlacht suchen. Aber es sind doch 8 und 18, 16, 20, 24, ja 28, das sind die 27.000 Mann. Und wir haben hier 11... und 13. Das ist ziemlich ausgeglichen. Nicht auf irgendwelche Wasser,
Wasser gehen da. Und die Legende breiten sich aus. Tista begrüßt mich heute Morgen bei Hofe besonders eifrig, da ihm etwas auf den Nägeln brennt. Mein König, ich glaube, dass euer Ratsmarschall Targino fast von der Wahrhaftigkeit eurer Legende überzeugt ist. Er kennt die Geschichte und scheint von ihr völlig hingerissen zu sein, ist allerdings nicht von der Wahrheit dahinter überzeugt. Was heißt denn überreden? Wir brauchen ihn doch nicht überreden. Wir können die Wahrheit beugen ein wenig. Er darf denken, was immer ihm gefällt. Naja, gut, passt zu seinem intriganten, Naturell. Und er ist überzeugt. Sehr schön. Was ist denn eigentlich mit ihm hier? Ach, er ist zu weit entfernt für eine Interaktion. Schade, schade. Ansonsten wäre er natürlich auch ein wertvoller Kriegsgegner gewesen. Kriegsgegner, Quack, eben nicht. So, jetzt wird hier belagert. Wir befinden uns aber aktuell auf dem Weg in unsere erste Armee geht Versorgung aus. Bessere Befehlshaber. Wer geht hier? Herzog Heribert. Ich glaube, auf eigenem Gelände. Ja, die Versorgung ist nicht optimal. Aber auf eigenem Gelände, wenn die hier alle noch nachziehen, haben wir eine Chance. Hinrichtungen könnten besser sein. Der verurteilte Dieb zuckt am Ende des Seils und ist dann still. Die Menge von gemeinen Murmeln zustimmt und beginnt sich zu verstreuen. Doch wo ist das Jubeln, das Ächzen, der Schrecken? Mit einer kleinen Änderung könnte ich öffentliche Hinrichtungen in Leiden verbessern. Wir brauchen mehr. Ja, 205 Gold. Nein, die Gemeinde sollte keine Zeit bei Hinrichtungen verschwenden, schon gar nicht jetzt. Die sollen hier für uns im Krieg kämpfen. Wir haben weitere Ränkespielvorzug. Etwas, was uns jetzt hilft. Geheimnisse aufspüren. Nein, wir gehen jetzt hier in den Kampf. Ah, wir haben sogar gerade nicht mehr den Versorgungsmalus. Sehr gut, das ist ja noch besser. Und hier kommen unsere Verbündeten nach, hier kommen noch mehr. Könnte das die entscheidende Schlacht sein? Und könnte es sinnvoll sein, für diese entscheidende Schlacht möglicherweise auch noch auf Söldner zurückzugreifen? Das ist sehr, sehr viel Geld. Das ist überwiegend leichtes Fußvolk. Ja, den Kriegerorden können wir natürlich nicht dazu holen. Aber es wären nochmal 1000 Mann. 1000 Mann, die wir brauchen könnten. Die wichtig sind. Für eine entscheidende Schlacht. Wenn wir diese Schlacht gewinnen, haben wir gute Chancen, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Was haben wir denn hier für Gelände? Ebenen. Bogenschützen, die sind im Wald besser. Haben wir hier noch eine günstige Reiterei? Sind auch mit am teuersten. Aragonischer Trupp. Wir haben aber selber keine Reiterei. Das heißt, die fehlen uns auch ein wenig. Dann haben wir aber kaum noch Geld übrig. Kaum noch Geld übrig. Drei Jahre. Ah. 441 leichte Reiterei. Es ist wirklich die Frage, ob das die richtige
Investition ist. Wir werben die an. Und schicken die auch noch mit hier rein. Oh, jetzt haben wir hier das Minus. Besitzer hat Schulden für ein Jahr. Wie Schulden? Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben keine Schulden. Oh, ich hoffe, diese Berechnung ändert sich noch. Das... Wir können nicht mehr stehen bleiben, ne? Nee. Und hat jemand anders Schulden und geht da zuerst rein? Oh, nee, jetzt sag nicht, die Dame aus Pommern ist in 6 Tagen da. Wir sind in 2 Tagen in Bress. Sie ist in 6 Tagen in Bress. In 3 Tagen, in 6 Tagen. Wir sind doch zuerst da, in 2 Tagen, und haben keine Schulden. Ja, wir können ja eh nicht mehr zurück. Aber wenn wir umkehren, dann... Sind die Chancen ausgeglichen? Keine Ahnung, ich meine, wir können ja eh nicht zurück, dann machen wir das. Wenn die Chancen dann wenigstens ausgeglichen sind... Und jetzt kommt es zu dieser vielleicht schon alles entscheidenden Schlacht. Jetzt will uns hier jemand betrügen. In dieser Situation, warum sind das so viele? Hier kommen noch 7000 für uns. Einer unserer engsten Diener scheint sullen, weiß ich, zuletzt sehr sullen zu sein. Also fragte ich ihn, ob irgendetwas nicht stimmte. Er sagte mir, dass er kürzlich von unserem Koch ausgesendet wurde, ein Schwein zu kaufen. Er kaufte das, was er für ein gesundes Ferkel hielt, in einem Sack für ein Ferkel im Sack, für einen wirklich niedrigen Preis. Wie auch immer, naja, es stellte sich heraus, dass in dem Sack nur eine Katze war und kein Ferkel. Okay, er hat die Katze im Sack gekauft. Wir sind amüsiert für ein Jahr. Ja, wir amüsieren uns darüber. So, Leute, jetzt kommt mal dazu. Oh, 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 das sieht gut aus und da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Puh. Hier ist leider ein Bürgermeister getötet worden. Wir haben den Herzog, hier haben wir einen Herzog gefangen genommen. Ansonsten sind wir aber erfolgreich gewesen. Werden uns schleunigst um die Rückbelagerung kümmern und dann vielleicht hier nach Osten ziehen, um nochmal gegen das Heilige Römische Reich zu kämpfen. So, finanzieren können wir hier niemanden. Das war noch ein alter Kampf. Hier die Schlacht von Bress. 10.000 Opfer auf der Gegenseite, nur 4.700 auf unserer Seite. Die leichte Reiterei. Gut, unsere Verbündeten hatten vielleicht auch Reiterei. Graf Nikolaus von Worms hat hier gewütet und Graf Tagino. Sehr, sehr gut. So, den Herzog haben wir gefangen genommen. Das ist ja sicherlich auch wertvoll. Herzog Gaston, ach, er hat aber kein Geld. Er hat kein Geld, aber er wird auch nichts für den Krieg bringen, nicht wahr? Nee, aber wer kein Geld hat, muss bleiben, wo er ist. So, mit unseren Söldnern. Ich würde mal sagen, unsere Söldner schicken wir nochmal... Ah, nee, wir können die jetzt nicht separieren.
Wir schicken die schon mal nach Moutier. Während wir hier noch schnell die Belagerung wieder vornehmen. Die Rückbelagerung dürfte ja nicht allzu lang... Naja, 3 Monate. Dann doch. Wo ist denn unser Experte hier? Wir sind hier ausreichend gut versorgt. Wobei, vielleicht können wir noch was abtrennen. Und die dann hier hinstellen. Ja, und das ist dann wahrscheinlich in der Tat doch nicht ganz so klug gewesen. Lassen wir sie mal zurückreiten. Jetzt haben wir hier leider die Belagerung verloren. So, hier kommen die Franzosen wieder. Und Philomena kann einen Vormund bekommen. Da soll sich ihre Mutter drum kümmern. So, hier sind wir jetzt erfolgreich gewesen. Wenn hier die französische Armee wiederkommt, dann sollten wir die Gelegenheit nutzen. So, unser Mündel macht sich auf den Weg. Die laufen jetzt sonst wo lang? Ach, hier unten sind sie schon wieder. Gut, dann müssen wir so ein bisschen hier 2 Kriege mit einer Klappe schlagen. Und ein neues Bündnis. Der König von Bjarmaland mit 6000 Mann. Naja, kann hier die Berge verteidigen, aber... Ach, wieso haben die denn keinen Befehlshaber? Wo ist denn ihr... Ah, na toll. Jetzt haben die diese Schlacht verloren. Och nö. Jetzt haben wir komplett die Söldner verloren. Ernsthaft? Und was war jetzt für eine Seuche? Wir haben keine 63 Gold. Ja, leider sind jetzt die Reihen... Ach, das war jetzt unnötig hier, dass wir die... die Söldner verloren haben. Gut, dann werden wir jetzt mit unserer gesamten Armee... Das ist nur eine Stadt. Wir müssen hier hin. Die Zeit wird knapp, weil uns das Geld ausgeht. 60 Tage. Ja, das Problem ist, wenn wir die jetzt alleine lassen, dann können die auch zurückkehren. Trotzdem werden wir hier Belagerer stehen lassen. Das sind die, das reicht aus. Okay. Dann werden wir mit dem anderen Teil der Armee hier hingehen. Und die Legende breitet sich weiter aus. Jetzt geht es um dieses kleine Mädchen.
Die werden wir einfach überreden. So, Philomena ist jetzt bei ihrer Mutter. Sehr gut. Wir sind jetzt hier, werden uns halbieren. Und dann haben wir auch schon zurückbelagert und sind bei 97%. Und müssen uns jetzt hier auf den Weg in diese Richtung machen. Hier der Kriegsstand wird jetzt für uns ticken. Und werden dann nochmal eine Schlacht hier gegen Frankreich führen müssen. Sollten aber, ich denke, nochmal ganz gute Chancen haben. Zumal im eigenen Gebiet. Und sie belagern, klar, Gesamtburgund ist Kriegsziel. Aber die Chancen stehen vielleicht ganz gut. Puh, wobei, wenn wir erstmal die Schulden haben, dann wird es nochmal schwieriger. Und so reicht das jetzt noch so für 5, 6 Monate haben wir noch Geld zur Verfügung. Eieieiei. Schwierig ist es und schwierig bleibt es. Und die Frage ist, wo sollen wir im Zweifel noch Geld herbekommen? Aber das ist eine Aufgabe des Zukunfts. Henri und eine Aufgabe der nächsten Staffel. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf. Weiter geht es wie gehabt und wie immer dann am kommenden Sonntag 13 Uhr. Und dann geht es weiter gegen Frankreich und König Thomas. Wir sehen uns wieder. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.